So ein herzliches Servus zu einer weiteren Ausgabe des Sportplatzes, dem Sportmagazin, hier bei uns auf FS1. Auch dieses Mal haben wir zwei Fußball- und ein Eishockeyspiel und das sind die Themen. Salzburger Liga, der SV Schloss-Walchen gewann gegen die TSU Hallein. Noch einmal Salzburger Liga, der SV Pyrmos war dank eines Elfmeters gegen den UFC Hallwang erfolgreich und U12 Saisonvorbereitung, die Eisbullen mussten sich gegen den ERC München geschlagen geben. Wir beginnen gleich mit dem ersten Thema, denn da fand ja am vergangenen Samstag in Straßwalchen das Spiel zwischen dem SV Straßwalchen und der ÖTSU Hallein statt und es gab genau genommen ein einziges Tor zu sehen. Für wem es gefallen ist, das erfahrt ihr im folgenden Beitrag. Beim Spiel der SV Straßwalchen gegen die ÖTSU Hallein zunächst einmal die Gastgeber am Ball. Es steht torlos 0:0 und der Ball geht ins Out. Dann wieder die ÖTSU Hallein zunächst einmal in der eigenen Hälfte, können den Ball in ihren eigenen Reihen behalten. Jetzt wieder. Erst ein Angriff der Gastgeber über die rechte Seite, bleibt hängen, aber auch da bringt es nichts ein. Hier noch eine gute Szene, aber auch dieses Mal geht der Ball ins Out. Jetzt wieder ein Angriff der Gastgeber. Schöner Versuch, vielleicht jetzt, war gut aufgepasst von der TSU Hallein und kein weiterer Treffer. Jetzt wieder neuer Versuch. Die Gastgeber sind vor dem gegnerischen Tor, machen die Sache sehr, sehr gut. Jetzt wieder weiter Schuss. Immer noch die Gastgeber am Ball, aber auch da viel zu weit vorgelegt, es bleibt beim 0:0. Dann die zweite Halbzeit. Weiter Abschlag. Die ÖTSU Hallein nach wie vor am Ball. Wacht ab, kein weiterer Dreck war für das Tor der Gäste. Vielleicht jetzt. Sehr weit vorgelegt. Können sie Flanke. Aber auch dieses Mal passte die Abwehr der ÖTSU Hallein sehr gut auf. Somit blieb es vorerst beim 0:0. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die ÖTSU Hallein versucht es mittlerweile sehr eine gute Szene. Pass. Verliert den Ball wieder an. Jetzt wieder. Rückpass. Der SV Straßwalchen bleibt vorerst am Ball. Neuerlicher Versuch. Sehr schöne Aktion. Flanke. Schuss und Tor. 1:0. Herrlich herausgespielt. Der Torschütze Patrick Nicker. Und keine Chance für den Hallainer Goalie, da irgendetwas zu machen. Es bleibt beim 1:0 für die Gastgeber, die damit diese Begegnung auch absolut verdient für sich entscheiden können, der Jubel entsprechend groß. 1:0, so lautete also das aus Sicht der SV Straßwalchen erfreuliche Endergebnis in einer sehr trefferarmen Begegnung, bei der beide Goalies die Chancen zunichte machen und somit war dieses eine Tor letzten Endes entscheidend. Auch im zweiten Salzburger Ligaspiel, über das wir hier in der Sendung Sportplatz berichten, gab es einen einzigen Treffer, der zudem noch aus einem Elfmeter fiel. Für wem dieses Treffer ist, das sehen wir im nächsten Beitrag über das Spiel des SV Pyrmos gegen den UFC. Beim Spiel des SV Pyrmos gegen die Spieler des UFC SV Hallwang zunächst einmal die Gäste am Ball, die mit Philipp Tramak im
Tor beginnen. Zunächst ein weiter Versuch, allerdings geht dieses Mal der Ball ins Out. Spielstand auf jeden Fall torlos 0:0. Jetzt wieder die Gastgeber. Pass. Gut aufgepasst und dieses Mal gibt es einen Elfmeter. War durchaus ein gerechtigter Entscheidung. Dann Elfmeter. Schuss und abgewehrt. Herrlich gemacht von Philipp Tramak, der eine ausgezeichnete Parade bot und einen erscheinenden Gegentreffer verhindern konnte. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Rückpass. Die Gäste sind, wie wir hier sehen, am Ball und es sind 200 Zuschauer hier in der Seearena Bürmoos. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Herrlich gemacht. Neuer Versuch. Kontermöglichkeit, aber dieses Mal passen die Gäste aus Halvang sehr gut auf. Jetzt wieder Rückpass. Bleiben dran. Der Spielstand lautet torlos 0:0. Und jetzt wieder ein weiter Pass nach vorne. Wird hier im Strafraum gefoult und das gibt Elfmeter, ganz klar, auch diese Entscheidung absolut vertretbar. Tor, herrlich gemacht, es steht 1:0 für die Gastgeber, der Torschütze Michael Ragic mit der Nummer 8. Keine Chance für Philipp Tramak im Tor der Gäste da irgendetwas zu machen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Eine sehr gute Leistung von beiden Goalies. Gute Aktion. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit. Und jetzt wieder. Schöne Aktion über die rechte Seite. Auch dieses Mal geht der Ball ins Out. Jetzt wieder. Wir befinden uns nach wie vor in der zweiten Halbzeit im Spielstand von 1:0 für den SV Bürmoos. Wieder ein neuer Versuch. Rückpass. Aber auch da bringt es nichts ein. Der SV Bürmoos feiert einen auf jeden Fall verdienten 1:0 Heimerfolg gegen Halvang. Auch dieses Spiel endete mit einem sehr knappen 1:0 für die Gastgeber. Und hierbei ist zu sagen, dass die Gastgeber sogar in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschossen bzw. der Torhüter der Gäste konnte diesen Elfmeter mit einer sehr sehenswerten Parade abwehren. Natürlich gab es noch weitere Spiele, deren Ergebnisse ich euch an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte. Der SK Bischofshofen trennte sich von Zell am See mit einem 3:3 Unentschieden. Puch musste sich zu Hause gegen Bramberg mit 1:4 geschlagen geben. Golling besiegte Berndorf mit 2:1. Der FC Bergheim musste sich gegen den Regionalliga Westabsteiger Neumark mit 1:2 geschlagen geben. Der SV Walsgrünau setzte sich gegen Altenmarck für 5:0 durch und der FC Hallen musste sich zu Hause gegen Dabe gegen den SV Kuchl mit 0:2 geschlagen geben. Ein torloses 0:0 gab es auch in der Fußball-Bundesliga beim Spiel Rapid Wien gegen FC Red Bull Salzburg und somit teilten sich beide Mannschaften die Punkte. Vom Fußball kommen wir zum Eishockey, denn da fand in der U12-Saisonvorbereitung das Spiel der Eisbullen gegen den EHC München statt. Anders als in den beiden Spielen, die wir bisher gesehen haben, gab es zahlreiche Treffer zu sehen und wie sie sich aufteilten, das erfahrt ihr im folgenden Beitrag. In Saisonvorbereitung spielt der U12 zwischen dem EC Red Bull Salzburg und dem EHC München zunächst einmal die im Dunkel spielenden
Este am Puck. Es steht 0:1 durch ein Tor in die Tor. Jetzt wieder ein schöner Versuch. Fahren auf das Tor zu. Rückpass. Gute Aktion. Aber es bringt nichts ein und es bleibt dann das zweite Drittel. Zu den Salzburgern ist zu sagen, dass sie 3 Goals bei diesem Spiel im Einsatz hatten und bei diesem Spiel konnte auch der zweite Goal sein Können unter Beweis stellen. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Gäste sind im Angriff, überbrücken die neutrale Zone, werden nicht attackiert, Schuss und Tor, weiterer Treffer für die Gäste. Da könnte man als Goalie durchaus näher auf den Mann gehen und einen Treffer verhindern. Und es geht so weiter. Sehr weit weg, Nachschuss und Tor, weiterer Treffer für die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt. Jetzt ein weiterer Versuch, eine sehr häufige Szene an diesem Nachmittag in der Salzburger Eisarena. Gut gemacht. Pass. Nachschuss, aber es bringt auch hier nichts ein. Vielleicht jetzt. Weiter Versuch. Immer noch eine Kontermöglichkeit. Aber auch da geht der Puck in die Rundung und nicht wirklich ins Tor. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Gut aufgepasst von Schuss und Tor. Erster Treffer für den EC Red Bull Salzburg. War nicht so einfach, wie es vielleicht hier auf diesen Bildern aussah. Schuss. Es ist zu sagen, dass die Gastgeber des EC Red Bull Salzburg auf 3:3 ausgleichen konnten, ehe dann in weiterer Folge die Gäste wieder einen letzten Endes sehr deutlichen Instand herstellen konnten. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Die Salzburger sind im Angriff. Wir befinden uns mittlerweile im Schlussdrittel. Pass. Wieder eine schöne Kontermöglichkeit. Neuerlicher Versuch, aber auch da bringt es nichts. Jetzt wieder. Schöner Versuch. Das Spielgeschehen findet in der Verteidigungszone statt. Rückpass. Jetzt wieder ein Angriff. Schöne Kontermöglichkeit. Im Schlussdrittel kommt der dritte Goalie ebenfalls zum Einsatz und konnte einige Paraden zeigen. Gut aufgepasst vom Münchner Goalie. Der Schuss war nicht so einfach, wie es aussah. Wir befinden uns nach wie vor im Schlussdrittel. Die Eisbullen bringen den Puck nicht vom Tor weg. Nachschuss und Tor. Weiterer Treffer. Keine Chance für den Salzburger Goalie, da was zu machen. Und die Gäste aus Bayern gewinnen diese Partie mit 8:4. Eine klare Sache und auch das Ergebnis geht in dieser Höhe absolut in Ordnung. 8:8, so lautete das aus Sicht der Gastgeber unerfreuliche Endergebnis in einem Spiel, bei dem beide Mannschaften sehr gut spielten und auf jeden Fall die Stürmer sehr effizient waren, was die Chancenauswertung betraf. Weniger erfreulich verlief das Spiel von Österreich gegen Norwegen auswärts in Oslo, denn das heimische Eishockey-Nationalteam musste sich mit 2:6 geschlagen geben. Eine Niederlage gab es übrigens auch für die Mannschaft der Zeller Eisbären und an dieser Stelle geht auch ein herzliches Servus hinein in den Pinzgau gegen HTD Olympia Ljubljana aus Slowenien. 0:4 im ersten Saisonvorbereitungsspiel. Mit diesen Ergebnissen sind wir auch schon wieder fast am Ende dieser Ausgabe des Sportplatzes angelangt. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen, wünsche allseits eine gute Unterhaltung mit dem Programm von FS1,
Vor der Kamera verabschiedet sich euer Sportreporter Markus Dorn. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.